Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute Montag war so ein semi-toller Arbeitstag, aber man freut sich ja dann auch irgendwie, dass bald Feierabend ist, dass man losziehen kann. Und genau das haben wir heute gemacht. Wir haben unsere beiden Roller ins Auto gehauen und sind jetzt hier mittlerweile in Rotschiora angekommen. Und ja, wer schon länger auf unserem Kanal mit dabei ist, der kennt die Location hier, denn ein Stück weiter vorne, da steht so ein alter Schornstein. Und da oben drauf befindet sich ein Storchennest. Und genau da wollen wir jetzt hin, schauen, ob die beiden Störche schon da sind und ja, eventuell ein bisschen filmen, auf jeden Fall ein bisschen fotografieren. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Zwischenstopp am Weiher gemacht, wo die Graugänse ja, unterwegs sind. Es gab sogar kleine Küken, aber ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, Foto oder Video. Und am Ende habe ich dann gar nichts gehabt, so wie sich das gehört. Aber egal, beim nächsten Mal klappt es besser. Und jetzt ziehen wir erstmal weiter zu den Störchen, nehmen euch mit und dann melde ich mich an anderer Stelle nochmal wieder. Viel Spaß mit dem Video. Tja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Keine Störche im Nest. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht da sind oder noch nicht da sind. Sondern kann natürlich auch gut sein, dass sie gerade auf Futtersuche sind. Aber okay, ziehen wir weiter. Thank you.
Ja, Leute, wir sind zurück am Auto. Unsere Runde ist vorbei. Leider waren die Störche nicht da. Und auch auf dem Weg jetzt zum Auto zurück haben wir ja nichts Aufregendes mehr entdecken können. Somit wird das wahrscheinlich ein eher kurzes Video, aber da sowieso für einen Mittwoch geplant ist, ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und ja, mal gucken, wenn wir jetzt noch an der Gotsche langfahren, vielleicht halten wir noch mal irgendwo an, aber das weiß ich noch nicht. Die Runde, die wir jetzt hier gefahren sind, die habe ich wieder auf Komoot geplant. Das waren jetzt in Summe 17 Kilometer. Bei meiner Frau, ja, war der Akku nicht mal halb leer, bei mir so ein bisschen überhalb leer. Ich hatte aber auch ein bisschen noch was an Gepäck mit dabei. Also ich meine jetzt natürlich die Akkus der Roller. Also man kann gut 20 Kilometer mit die Dinger fahren und macht auf jeden Fall Spaß. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das war's hier heute von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, das kleine kurze Video, dann lasst einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.